Immer öfter hört man derzeit den Begriff passives Einkommen. Geld verdienen ohne irgendetwas oder zumindest ohne viel dafür tun zu müssen. Wer möchte das nicht? Aber was steckt hinter dem Begriff und funktioniert das wirklich? Um das herauszufinden, sprechen wir in diesem Video über 8 verschiedene Wege, wie du 2022 erfolgreich passives Einkommen erzielen kannst. Das ist eine gute Möglichkeit, dir etwas Geld neben deinem Hauptjob, Ausbildung oder Studium dazu zu verdienen. Ich vergebe für jeden der 8 genannten Einkommensquellen jeweils ein Rating von 1 bis 5 Sternen für die Kriterien Komplexität, also wie schwierig ist es damit zu starten, Budget, sprich wie viel Kapital du dafür benötigst, und Instandhaltung, also wie aufwendig es ist, das Ganze zu betreiben. Also lass uns direkt loslegen. Hi, ich bin Katrin und auf meinem Kanal erfährst du alles rund ums Thema Selbstständigkeit, passives Einkommen, Unternehmertum und Finanzen. Abonniere gerne meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du immer up to date bleibst und kein Video mehr verpasst. Bevor wir über 8 verschiedene passive Einkommensideen sprechen, lass uns kurz einen Blick darauf werfen, wo überhaupt der Unterschied zwischen aktivem und passivem Einkommen liegt. Aktives Einkommen ist dein Vollzeitjob, wo du deine Zeit quasi gegen Geld eintauschst. Beim passiven Einkommen hingegen investierst du meist zu Beginn etwas Zeit, musst aber danach nichts mehr oder zumindest nicht mehr viel dafür tun, um das Ganze in Stand zu halten. Du wirst aber trotzdem kontinuierlich dafür bezahlt. Bei Punkt Nummer 8 geht es ums Investieren in Dividendenaktien und Dividenden-ETFs. Dividendenaktien funktionieren einfach gesagt so, dass du einen Anteil einer Firma kaufst, der dir dann gehört. Wenn diese Firma nun Dividenden an ihre Aktionäre auszahlt, wird somit ein prozentualer Teil der Gewinne an dich ausgezahlt. Das Ganze ist deshalb passiv, da du lediglich einen Anteil des Unternehmens kaufst und der Rest passiv abläuft. Die Dividenden, die du erhältst, kannst du jetzt entweder in eine andere Firma investieren oder mehr Anteile bei der gleichen Firma kaufen. Schauen wir uns dazu kurz ein Beispiel an. Lass uns annehmen, du entscheidest dich in eine Firma wie Johnson & Johnson zu investieren. Diese hat momentan eine Dividendenrendite von 2,47%. Nehmen wir mal an, es ist dein Ziel, ca. 10 Euro am Tag daran zu verdienen. In dem Fall müsstest du insgesamt fast 150.000 Euro investieren, um ca. 3.650 Euro jährliche Dividende zu bekommen, was 10 Euro am Tag passives Einkommen ergibt. Für die meisten von uns ist das aber sehr viel Geld. Deswegen schauen wir uns dazu kurz ein realistischeres Modell an. Wenn du zum Beispiel 25 Jahre lang 300 Euro pro Monat investierst, dann wird es dir gelingen, ein signifikantes Dividendenportfolio aufzubauen. Und nach 25 Jahren hättest du so eine jährliche Dividende von ca. 4.000 Euro, was fast ca. 10 Euro am Tag entspricht. Also wenn du jetzt in deinen 30ern bist, könntest du bis Mitte 50 dieses Ziel erreichen. Eine andere Möglichkeit, dein Geld zu investieren und ein passives Einkommen zu generieren, sind Dividenden-ETFs. Diese bilden einen Index nach, in dem hauptsächlich Aktien von dividendenstarken Unternehmen enthalten sind. Also anstatt nur in ein Unternehmen zu investieren, wird hier das Risiko auf mehrere Unternehmen gestreut. Wenn du eine Geldanlage mit regelmäßigen Erträgen suchst, könntest du von der Investition in dividendenstarke Indexfonds durchaus profitieren. Um mit Aktien und ETFs zu beginnen, kannst du dir ganz einfach ein Depot über Plattformen wie zum Beispiel Scalable Capital erstellen. Den Link dazu findest du in der Infobox. Bezüglich des Ratings vergebe ich bei Komplexität 2 Sterne, denn es ist relativ einfach, ein Depot zu eröffnen. Du solltest aber in Eigenrecherche die besten ETFs für dich auswählen, was etwas Zeit in Anspruch nimmt. Bei Budget und Instandhaltung vergebe ich auch 2 Sterne, da du bereits mit 100 Euro loslegen kannst und wenn dein Geld mal dort liegt, nicht mehr viel tun musst. Wenn du nicht viel Geld auf deinem Konto herumliegen hast, ist Affiliate-Marketing eine geeignete Einnahmequelle für dich. Der Vorteil von Affiliate-Marketing ist, dass du keine eigenen Produkte und Dienstleistungen dafür brauchst. Als Affiliate-Marketer verkaufst du die Produkte anderer Firmen und bekommst im Gegenzug dazu eine Kommission, also einen prozentualen Anteil des Umsatzes. Eines der bekanntesten Affiliate-Programme ist das Amazon-Partner-Programm. Dort kannst du Produkte, die du im Alltag ohnehin schon verwendest, auf deinen Social-Media-Kanälen und unter deinen Videos verlinken oder Freunden und Familie weiterempfehlen. Über den Link werden dann die Klicks aufgezeichnet und du erhältst eine Kommission für jedes verkaufte Produkt. Ich generiere so zum Beispiel über meinen Blog und Social Media mehrere tausend Klicks pro Monat über Produkte, die ich selbst verwende und weiterempfehle. Die Kommission, die du bei Amazon erhältst, liegt zwischen 1% und 11% je nach Produktkategorie. Bei indirekten Verkäufen bekommst du 1,5%. Also wenn jemand ein anderes Produkt als das Produkt, das du ursprünglich empfohlen hast, über den Link kauft, bekommst du trotzdem auch Geld dafür. Und je mehr Reichweite du auf Social Media oder deinem Blog aufbaust, desto höher sind deine Einnahmen.
Andere bekannte Affiliate-Plattformen, die auch in Deutschland operieren, sind zum Beispiel Arvin, wo du viele verschiedene Shops und Produkte finden kannst. Viele Marken haben auch ihr eigenes Programm, das du auf deren Webseite finden kannst. Bei Komplexität gibt es von mir 2 Sterne, denn das Anmelden bei verschiedenen Plattformen geht relativ schnell und einfach. Budgetmäßig vergebe ich 1 Stern, da du prinzipiell kein Geld benötigst, um zu starten. Beim Thema Instandhaltung vergebe ich jedoch 4 Sterne, da es ziemlich viel Zeit benötigt, ein Social Media Following aufzubauen und täglich Content zu erstellen. Falls du Affiliate-Links auf deinem Blog platzierst, musst du hier natürlich regelmäßig bloggen und Blogbeiträge schreiben, um genügend Besucher auf deine Webseite zu bekommen. Also anders wie beim Investieren in Aktien und ETFs, wofür du Geld benötigst, brauchst du fürs Affiliate-Marketing nicht zwingend finanzielle Ressourcen, sondern vor allem eben viel Zeit. Einkommenspunkt Nummer 6 sind Mieteinnahmen. Wenn du zum Beispiel in deiner Wohnung noch einen oder mehrere Räume frei hast oder regelmäßig verreist, kannst du diese auf Airbnb vermieten. Selbst wenn du das Zimmer oder deine Wohnung nur für ein paar Tage, also kurzfristig, vermietest, bekommst du deutlich mehr als deine monatlichen Mietkosten. In Berlin zum Beispiel kannst du so ein Zimmer für zwischen 30 und 100 Euro pro Nacht vermieten. Ich bin zum Beispiel vor ein paar Jahren 1 Jahr lang ins Ausland gezogen und habe währenddessen meine Wohnung 1 Jahr lang vermietet. Dadurch konnte ich meine Mietkosten decken und mir zusätzlich noch 250 Euro passives Einkommen sichern. Eine andere Möglichkeit, ein passives Einkommen mit Mieteinnahmen zu generieren, ist durch das Investieren in Immobilien. Natürlich musst du hierbei einige Dinge beachten. Zum einen brauchst du eine gewisse Summe an Eigenkapital, um ein Darlehen zu bekommen und die damit verbundenen Kosten zu decken. Zum anderen musst du außerdem Informationen wie zum Beispiel Arbeitsvertrag, Einkommen und Ähnliches bei der Bank vorlegen. Auch müssen die Mieteinnahmen mindestens deinen Kredit und eventuelle Reparatur- oder Instandhaltungskosten decken. Außerdem müssen Mieteinnahmen in Deutschland versteuert werden. Nichtsdestotrotz können Immobilien eine gute Möglichkeit sein, langfristig ein passives Einkommen zu generieren. Beim Thema Mieteinnahmen muss es aber nicht ausschließlich um Immobilien gehen. Ein anderes Mietmodell ist das sogenannte Carsharing. Gerade wenn du in der Stadt wohnst, steht dein Auto oft Stunden oder manchmal sogar tagelang unbenutzt rum. Hier kann es durchaus Sinn machen, dein Auto stundenweise zu vermieten. Mittlerweile gibt es Online-Marketplaces, über die du dein Auto stundenweise vermieten kannst. Natürlich gibt es mit so einem Modell auch die ein oder anderen Hindernisse, aber alles in allem ist das eine schlaue Möglichkeit, dir nebenbei etwas dazu zu verdienen. Das gleiche gilt zum Beispiel, wenn du Pendler bist oder öfter von einer Stadt zur anderen fährst. Hier kannst du über verschiedene Webseiten wie zum Beispiel BlaBlaCar einen freien Platz in deinem Auto gegen eine Mitfahrgebühr anbieten. Nun zum Rating. Also wenn es ums Thema Vermieten mit zum Beispiel Airbnb geht, vergebe ich 2 Sterne, da sich ein Airbnb-Profil relativ einfach erstellen lässt. Beim Kaufen einer eigenen Immobilie sind es dann schon eher 4 Sterne, da du einige Schritte erledigen musst, um eine geeignete Immobilie zu finden, dein Darlehen zu beantragen, einen Notartermin zu vereinbaren und so weiter. Budgetmäßig ist das Vermieten mit keinen großartigen Kosten verbunden, außer du hast irgendwelche Instandhaltungskosten oder bezahlst zum Beispiel eine Agentur fürs Vermieten deiner Wohnung. Bei Immobilien brauchst du natürlich eine stolze Summe an Eigenkapital. Deshalb vergebe ich hier 5 Sterne. Wenn die Wohnung aber einmal vermietet ist, ist im Normalfall nicht mehr viel zu tun. Für das Finden von neuen Mietern empfehle ich dir generell, wie bereits erwähnt, mit einer Agentur zu arbeiten, die das Ganze für dich übernimmt. Das spart dir viel Zeit und auch die ein oder andere Unannehmlichkeit mit deinen Mietern. Bei Punkt Nummer 5 geht es um passives Einkommen mit Spareinlagen. Und damit meine ich nicht die Spareinlagen und die damit verbundenen Zinsen, die du auf einer traditionellen Bank bekommst. Aktuell liegen die Zinsen für Sparkonten auf der Bank nämlich zwischen 0,0 und 0,1% pro Jahr. Damit würdest du bei einer Geldanlage von 1000 Euro nach 15 Jahren gerade einmal 15,10 Euro an Zinsen gewinnen. Das macht deutlich, dass sich klassische Sparkonten paradoxerweise nicht mehr unbedingt zum Sparen eignen. Mittlerweile gibt es aber Plattformen wie zum Beispiel Nexo, die dir für dein Fiat-Geld bis zu 12%, also sehr attraktive Zinsen, zahlen. Aber lass uns zunächst einmal einen Blick darauf werfen, was Nexo ist und was überhaupt dahinter steckt. Nexo ist eine Tochtergesellschaft von Credissimo und eines der führenden Fintech-Unternehmen. Es wurde 2007 gegründet und hat Stand April 2020 rund 370.000 Kunden in Europa Kredite in Höhe von 184 Millionen Euro vermittelt. Die Nexo-Plattform wurde im Jahr 2018 gestartet. Nexo übernimmt im Prinzip die gleichen Aufgaben einer traditionellen Bank. Denn eine Bank bietet dir im Normalfall die folgenden 2 Möglichkeiten an. Zum einen gibt dir eine Bank die Möglichkeit, dein Kapital zu hinterlegen, damit es dort sicher ist, aber vor allem auch, um darauf Zinsen zu bekommen, also um dein Kapital zu vermehren. Das ist bei einer traditionellen Bank, wie bereits erwähnt, leider heutzutage nicht mehr wirklich der Fall.
Zum anderen gibt dir eine Bank die Möglichkeit, Geld zu leihen. Also du hinterlegst eine Sicherheit und bekommst dann basierend auf deiner Bonität oder Kreditwürdigkeit einen bestimmten Zinssatz für einen Kredit. Diese beiden Aufgaben übernimmt Nexo auch, aber eben für die Kryptowelt. Nexo ist daher im Prinzip eine Kryptobank, die dir aber auch die Möglichkeit gibt, Zinsen auf deine Spareinlagen in Euro oder US-Dollar zu bekommen. Der Grund, warum Nexo das Ganze anbietet, ist, um sicherzustellen, dass dem Netzwerk genügend Liquidität zur Verfügung steht. Du kannst also wie bei einem ganz normalen Bankkonto dein Geld via SEPA zu Nexo überweisen und auf dein Euroguthaben 8-12% Rendite verdienen. 8% sind es beim sogenannten Flex-Zinssatz, das heißt, du kommst jederzeit an dein Geld ran und kannst es also auch jederzeit zurücküberweisen. Oder wenn du dich entschließt, dein Geld 3 Monate dort quasi einzusperren, dann würdest du nochmals 4% obendrauf, also insgesamt 12% Zinsen bekommen. Die Zinsen werden dir dabei täglich ausbezahlt, was definitiv ein Pluspunkt ist. Also wenn du 1000 Euro Spargeld bei Nexo einzahlst, hättest du mit 12% Zinsen ca. 120 Euro pro Jahr verdient, was ca. 10 Euro im Monat entspricht. Bei 10.000 Euro wären das 1200 Euro jährlich, also 100 Euro pro Monat. Es gibt übrigens noch andere Kryptobanken außer Nexo, also das ist keine bezahlte Werbung oder so. Ich habe mich aber in diesem Video auf Nexo fokussiert, da ich mit diesem Anbieter ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Du kannst dich aber gern selbst über alternative Plattformen informieren. Zum Thema Risiko bei Nexo ist es meiner Meinung nach auch noch wichtig zu sagen, dass Nexo ein privates Unternehmen ist und derzeit noch keine Banklizenz im europäischen Raum hat. Das heißt, es gibt im Prinzip noch keine Einlagensicherung. Also nehmen wir mal an, die Firma würde bankrott gehen, dann gibt es hier sehr wenig Möglichkeiten, an dein Geld zu kommen. Dagegen kann man aber sagen, dass Nexo laut Geschäftsführung sehr hart daran arbeitet, eine europäische Banklizenz in Europa zu bekommen. Auf Nexos Webseite kannst du dir außerdem die Lizenzen und Registrierungen ansehen, die sie bereits in verschiedenen Rechtsräumen erworben haben. Und auch zum Thema IT-Sicherheit wird hier einiges genauer beschrieben. Also lest dich am besten hier mal ein und im Endeffekt ist es natürlich dir überlassen, wie viel Risiko du eingehen willst und ob du dir sagst, ich warte lieber, bis die Lizenz in Europa da ist oder du startest mit einer überschaubaren, kleineren Summe, bis die Lizenz da ist. Das bleibt am Ende dir überlassen. Generell lässt sich aber sagen, dass wie bei jeder Investition, vor allem bei Renditen von 12%, ob das jetzt Aktien oder Kryptos sind, ein gewisses Risiko besteht, dem du dir auf jeden Fall bewusst sein solltest. Beim Thema Komplexität gibt es von mir 2 Sterne, da das Erstellen eines Accounts bei Nexo etwas Zeit und einige Dokumente, wie zum Beispiel deinen Personalausweis, benötigt, ähnlich wie wenn du dich bei einer Kryptobörse registrierst. Wenn du aber verifiziert bist, geht das Ganze relativ einfach. Du machst die Überweisung, klickst dich durch und wirst dann täglich ausbezahlt. Bei Budget und Instandhaltung vergebe ich 3 Sterne, da du derzeit mindestens 1000 Euro für eine SEPA-Überweisung bei Nexo benötigst, um damit zu starten. Du brauchst also etwas mehr Startkapital. Nexo plant aber, die Summe in Zukunft niedriger anzusetzen. Die nächste passive Einkommensquelle ist, dir einen YouTube-Kanal zu erstellen. Wenn du bereit bist, die Zeit zu investieren und während der Aufbauphase konsequent zu sein, ist das eine der besten passiven Einkommensquellen. Um Geld mit YouTube zu verdienen, brauchst du mindestens 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Wiedergabezeit. Wenn du das erreicht hast, wirst du Teil des YouTube-Partnerprogramms und verdienst Geld für jeden einzelnen Aufruf, den du generierst. Denn Werbetreibende zahlen YouTube eine bestimmte Summe pro 1000 Aufrufen und YouTube zahlt dir wiederum 55% von dieser Summe. Du musst zwar regelmäßig aktiv Videos hochladen, aber deine bereits hochgeladenen Videos werden dir kontinuierlich Aufrufe erzielen. Denn anders wie bei Instagram, wo ein Post im Normalfall 2 bis maximal 3 Tage Likes und Aufrufe generiert, kann ein YouTube-Video mehrere Monate bis sogar Jahre neue Aufrufe erzielen. Also umso mehr Videos du hochlädst, umso mehr passives Einkommen kannst du generieren. Ähnlich ist es derzeit bei TikTok. Dort können deine Videos mehrere Monate lang Aufrufe generieren. Bei TikTok liegt die Bezahlung derzeit bei 0,01 Cent pro 1000 Aufrufe. Also pro 1 Million Aufrufe verdienst du ca. 12 Euro. Das ist, gebe ich zu, nicht gerade sehr viel, aber das kann sich meiner Meinung nach mittel- bis langfristig auch noch ändern, da TikTok sich noch im Wachstum befindet. Zum Thema Content gibt es hier zahlreiche Möglichkeiten. Von Beauty über Gesundheit, Fitness oder Bildungsthemen ist wirklich alles dabei. Und wenn du dich unwohl fühlst, dich vor eine Kamera zu stellen, gibt es auch Alternativen. Du kannst zum Beispiel ausschließlich Stockvideos und Bilder verwenden, um deinen Zuschauern neue Dinge beizubringen. Zum Thema Komplexität vergebe ich hier 3 Sterne, da du gerade am Anfang viel Zeit investieren musst, um deine Skripts zu schreiben, Videos zu erstellen und so weiter.
YouTube ist aber eine sehr budgetfreundliche Einkommensquelle, da du dafür kein oder ein sehr geringes Startkapital benötigst. Und wenn dein Kanal einmal Aufrufe generiert, kannst du zum Beispiel einmal pro Woche oder auch nur einmal pro Monat neue Videos erstellen. Es liegt hier daher an dir, wie viel Zeit du dafür aufbringen möchtest. Einkommensquelle Nummer 3 sind digitale Produkte. Wenn du über Fachwissen in einem bestimmten Bereich verfügst oder Fähigkeiten besitzt, die du mit anderen teilen kannst, ist das eine super Möglichkeit, passiv Geld zu verdienen. Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann zum Beispiel ein E-Book sein oder jegliche Art von Design-Templates für zum Beispiel Instagram. Diese kannst du dann auf deiner Webseite und deinen Social-Media-Kanälen verlinken und verkaufen. Wenn du gern fotografierst und Videos erstellst, ist eine andere Option das Verkaufen von Bildmaterial und Stockfotos auf Seiten wie zum Beispiel Shutterstock. Hier sind übrigens auch noch ein paar andere Beispiel-Webseiten, die du dir gern anschauen kannst. Und jedes Mal, wenn eine Privatperson oder ein Unternehmen eins deiner Fotos kauft, wirst du dafür bezahlt. Auch eine Möglichkeit ist es, deinen eigenen Online-Kurs zu erstellen. Das macht vor allem dann Sinn, wenn du bereits deine eigene Community auf Social Media hast und wertvolles Wissen mit dieser teilen kannst. Das kannst du entweder über Plattformen wie Udemy machen oder über deine eigene Webseite. Ich habe dir in der Infobox hierzu auch einige Beispiele verlinkt. Auch digitale Produkte sind passives Einkommen, da du zwar anfangs mehr Zeit zum Erstellen deiner Kurse investieren musst, aber wenn der Kurs erstmal fertig ist, generiert er dir über Jahre hinweg ein passives Einkommen. Bei Komplexität gibt es von mir 3 Sterne, denn um die digitalen Produkte zu erstellen, musst du am Anfang etwas Zeit investieren. Ein großer Vorteil ist aber, dass digitale Produkte sehr budgetfreundlich sind. Das liegt daran, dass du im Gegensatz zu physischen Produkten keine Kosten für zum Beispiel die Produkte, das Lagern und die Auslieferung hast. Bei Instandhaltung vergebe ich 1 Stern, da wenn dein digitales Produkt erst einmal erstellt ist, du quasi nichts mehr dafür tun musst. Ein anderer Weg, derzeit passiv Geld zu verdienen, ist mit Staking. Staking ist mit Kryptowährungen möglich, falls du diese besitzt oder vorhast zu kaufen, oder auch mit Fiat-Geld, also deinem Geld in Euro. Schauen wir uns aber zunächst einmal kurz an, was Staking überhaupt ist. Einfach gesagt ist Staking die Möglichkeit, durch das Halten von bestimmten Kryptowährungen oder Fiat-Geld Rewards zu verdienen. Das erfolgt in der Regel über einen Staking-Pool, den du dir ähnlich wie ein verzinstes Sparkonto vorstellen kannst. Kryptowährungen, die Staking gestatten, verwenden ein Konsensverfahren namens Proof of Stake. Auf diese Weise stellen diese Währungen sicher, dass sämtliche Transaktionen verifiziert und abgesichert sind, und zwar ohne Einsatz einer Vermittlungsinstanz wie zum Beispiel einer Bank oder eines Zahlungssystems. Das Staking deiner Kryptowährungen oder deines Geldes bringt dir deshalb Prämien ein, da du an diesem Vorgang teilnimmst und weil die Blockchain sich deinen Stake quasi zunutze macht. Wenn du Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin, Ethereum, Polkadot oder ähnliches besitzt, kannst du so bis zu 12% jährliche Rendite auf Plattformen wie zum Beispiel Binance oder Kraken bekommen. Eine andere und definitiv safere Methode ist es, deine Coins direkt von deinem Krypto-Wallet aus zu staken, da du den Private Key hältst und so niemand anderes an deine Coins rankommt. Trust Wallet oder Ledger zum Beispiel bieten zahlreiche Coins an, die du auch von dort aus staken kannst. Ich habe dir beides mal in der Infobox verlinkt. Die Staking Rewards variieren hier von Plattform zu Plattform. Auf Webseiten wie zum Beispiel brokervergleich.de findest du hier verschiedene Kryptobörsen inklusive der Prämien. Wenn du zum Beispiel 200 Coins der Kryptowährung Polkadot stakest, das sind beim derzeitigen Kurs von 14,93 € pro Coin ca. 3000 Euro, dann hättest du nach einem Jahr bei 12% Rendite ca. 26 Coins verdient. Bei gleichbleibendem Kurs von 14,93 € pro Coin entspräche das ca. 388 € pro Jahr, also ca. 30 € für dich pro Monat. Die verdienten Coins werden dir täglich oder wöchentlich ausbezahlt und versteuern musst du das Ganze in Deutschland natürlich auch noch. Die Freibetragsgrenze dafür liegt derzeit bei rund 256 € pro Jahr. Wenn der Wert der Krypto steigt, erhöht sich der Betrag dann natürlich. Bitte beachte aber, dass der Wert der Krypto stark fluktuiert und kurzfristig auch fallen kann. Daher eignen sich Kryptos eher als Langzeitinvestition. Auch solltest du kein Geld investieren, das du nicht bereit bist zu verlieren oder zum Leben unbedingt brauchst. Dennoch ist Staking eine gute Option, um dir passiv monatlich etwas dazu zu verdienen, wenn du ohnehin Kryptos hältst oder vorhast, darin zu investieren. Für Fiat-Geld ist Staking, wie bereits erwähnt, auf Plattformen wie zum Beispiel Kraken auch möglich. Dort bekommst du derzeit ca. 1,5% jährliche Rendite auf dein Geld in Euro, was nicht sehr viel, aber dennoch auch eine Möglichkeit ist. Alternativ kannst du deine Euros auch in Stablecoins umwandeln. Für die Stablecoin USDT gibt es bei Binance zum Beispiel gerade 4,79% jährliche Rendite.
Ein Stablecoin, zu Deutsch stabile Münze, ist eine Kryptowährung, deren Wert durch einen externen Vermögenswert wie den US-Dollar gedeckt ist und die einen stabilen Wert in digitaler Form hat. So kann ein Stablecoin je nach Ausrichtung entweder für eine bestimmte Menge an Fiat-Währungen, also zum Beispiel dem US-Dollar oder dem Euro, oder auch für die entsprechende Menge an Rohstoffen, also zum Beispiel Gold, Öl und so weiter, stehen. Damit wird es letztlich unkomplizierter, Kursschwankungen bei Kryptowährungen zu umgehen, da Stablecoins eine geringere Volatilität als Kryptowährungen wie etwa Bitcoin aufweisen. Bezüglich des Ratings vergebe ich bei Komplexität, wenn es um Staking geht, 2 Sterne, denn ein Geld zu staken erfordert minimalen Zeitaufwand. Du musst lediglich einen Account auf der Plattform deiner Wahl eröffnen und dich verifizieren oder einen Krypto-Wallet erstellen. Wenn du verifiziert bist, kaufst du die Kryptos deiner Wahl, stakest diese und das war's. Bei Budget und Instandhaltung gibt es von mir 1 Stern, da du theoretisch bereits mit weniger als 100 Euro loslegen kannst und wenn dein Geld mal dort liegt, nichts mehr groß tun musst. Und nun zum letzten Punkt, dem Onlinehandel. Hierbei ist die Idee, dass du gebrauchte oder neue Gegenstände auf zum Beispiel Vinted verkaufst. Wenn du das Ganze etwas professioneller machen möchtest, gibt es hierbei auch verschiedene Optionen wie zum Beispiel eBay oder Amazon. Das wohl bekannteste Beispiel hierfür ist Amazon FBA. Falls du nicht weißt, wie Amazon FBA funktioniert, also die Idee dahinter ist, dass du Produkte, die du über Amazon verkaufen möchtest, zunächst bei einem ausgewählten Lieferanten bestellst. Dann sendest du die Produkte direkt ins Amazon Warenhaus, du erstellst dann ein Konto bei Amazon und verkaufst die Produkte dort. Amazon übernimmt hierbei den gesamten Prozess der Bestellabwicklung bis hin zur Auslieferung und gegebenenfalls dem Rückversand. Du wiederum kümmerst dich um die Produkt- und Lieferantenauswahl sowie ums Marketing. Bezüglich des Ratings vergebe ich bei Komplexität 3 Sterne, da es schon viel Arbeit benötigt, um zu starten. Vor allem am Anfang, bis du die Produktbeschreibungen verfasst, bis du genug Reviews bekommst und gegebenenfalls deine Website erstellst. Auch wichtig zu erwähnen ist, dass hier ein gewisses Risiko besteht, keine guten Produkte auszuwählen. Du musst also entsprechend Marktrecherchen betreiben. Beim Thema Budget gibt es von mir 4 Sterne, da du gerade beim Amazon FBA mindestens 1 bis 2000 Euro benötigst, um Bestände zu bestellen. Auch kann es unter Umständen Sinn machen, die Produkte zu bewerben, was auch wieder Geld kostet. Bei Instandhaltung gibt es von mir 3 Sterne, denn Amazon kümmert sich zwar um das Lagern und den Versand der Produkte, du dich hingegen ums Marketing, was auch wieder viel Arbeit ist. Passiv ist daher beim Amazon FBA der eigentliche Verkaufsprozess, aber der Rest ist dann schon eher aktiv. Das waren 8 passive Einkommensquellen für 2022. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal und teile es mit jemandem, der auf der Suche nach einer oder mehreren Einkommensquellen ist. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du deinen 9-to-5-Vollzeitjob kündigen und den Schritt in die Selbstständigkeit erfolgreich meistern kannst, dann könnte dich dieses Video mit 6 Schritten in die Selbstständigkeit auch interessieren. Danke fürs Zuschauen und bis dann.